Phantom, der Podcast für Fantastisches, herausragende Angelegenheiten, Neuigkeiten, Tiefsinniges und mehr. Produziert und präsentiert von Thorsten Reimnitz. Hallo und herzlich willkommen zu dieser 20. Ausgabe des Podcasts, von der ich beschlossen habe, dass ich ihr den schönen Titel Fantastisches Allerlei verpassen möchte. Wenn alles so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe, dann ist Mittwoch, der 7. August 2024. Wir durften so ungefähr 11 Uhr haben, also zumindest zu dem Zeitpunkt, da diese Podcast-Episode ausgestrahlt wird, wenn man das so sagen kann. Ja, und es ist der Jubiläumstag vom fantastischen Projekt. Am 7. August 1985 wurde das Projekt gegründet und es besteht bis heute fort. Juhu, hurra! Und deswegen habe ich beschlossen, dass heute, ja so in relativ schneller Folge, gleich drei Beiträge erscheinen. Nicht einer, nicht zwei, nein, drei. Aber man soll nicht zählen bis zur zwei, es sei denn auf zwei folgt drei. Aber man soll auch nicht zählen bis zur vier. Und die fünf scheidet völlig aus. Wir sind auch schon mittendrin. Dieser Podcast ist der zweite Beitrag. Der erste war auf der Webseite vom Fantastischen Projekt heute früh. Ein Artikel, der so die letzten 39 Jahre etwas beleuchtet. Nicht vom Projekt, sondern generell, was sich im Genre von Fantasy und Science Fiction so getan hat. Der dritte Beitrag, der diesem folgen wird, wird heute Abend ein Videobeitrag sein. Das heißt, es ist so ein bisschen so ein Tagesablauf. Also morgens, da liest man die Zeitung. So um die Mittagszeit, da hört man Radio und abends, da guckt man Fernsehen. Ja, ich weiß, das ist sehr nostalgisch und die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer werden das nicht mehr so ganz nachvollziehen können. Aber wann, wenn nicht jetzt, ist so eine Gelegenheit, sowas nochmal zu zelebrieren, bevor wir uns endgültig davon verabschieden. Denn wie wir immer wieder hören, immer weniger Menschen schauen linear Fernsehen, sondern schauen sich die Sachen dann an, wenn sie können. Und wer hier aufmerksam gewesen ist, der wird festgestellt haben, dass sich das Intro vom Podcast geändert hat. Ja, das gefällt mir. Es hat so was von irgendwas. Also mir gefällt's und mir sollte es gefallen, nicht wahr? Denn so werde ich ja angekündigt. Und das Zweite ist, es ist unglaublich. Es ist ein bisschen was her, dass es auf diesem Kanal zuletzt eine Folge gab. Ein bisschen was, ja, da übertreibt er mal wieder. Fast zwei Jahre ist das her. Das ist schon ein bisschen peinlich, irgendwie. Aber ja, es hat viele Umwälzungen gegeben und der Beruf hat mich sehr stark eingefordert. Aber jetzt, da ich hoffentlich, wenn die Götter der Pädagogik es so wollen, vor der Bachelorarbeit stehe und das Studium damit erfolgreich zum Abschluss bringe, dann habe ich hoffentlich wieder mehr Zeit, mich um die anderen Dinge zu kümmern, die mir helfen, so meinen Alltag besser zu überstehen. Ich hatte auch so im Kopf, eine Episode zu machen anlässlich der Federation Con, also der FedCon, die wie immer dieses Jahr in Bonn stattgefunden hat. Und da war ich tatsächlich anwesend. Denn, naja, von den neuen Star Trek Serien, da begeistert mich Strange New Worlds ganz besonders und die hatten ja tatsächlich mal einen Großteil, kann man schon sagen, der Besatzung der Enterprise von Strange New Worlds angekündigt und leider sind dann immer mehr abgesprungen, aber ich war trotzdem da. Und ich bin fasziniert, dass diese Convention sich so lange hält. Aber das ist halt, naja, so wie das fantastische Projekt auch, das hat sich ja zum Glück auch gehalten. Und ich hatte sogar eine Ausrüstung dabei, also dass ich jeden Abend hätte so einen Eindruck von mir aufnehmen können. Und theoretisch wäre es auch gegangen, das direkt dann da ins Internet zu stellen, also neue Episode produzieren und hochladen. Aber da wurde dann nichts draus, weil ich bin nicht in dem Hotel dort untergekommen, weil da gab es keine Zimmer mehr, als ich mich angemeldet habe, sondern ich hatte ein anderes Hotel, das war ein Stück außerhalb und dann von da aus, ich wollte nicht die ganze Zeit mit dem Auto rumfahren, das ist sowieso so ein bisschen
blöd in Bonn, da ständig das Auto irgendwohin mitzuschleppen. Ja, und dann Abendessen bin ich halt in der Gegend gewesen und das war dann relativ spät, immer bis ich auf dem Zimmer war und so weiter. Und ja, am ersten Abend habe ich gesagt, okay, ich lasse den ersten Abend aus, dann habe ich den zweiten Abend und ihr könnt euch vorstellen, wo das hinführt. Also ich habe da nichts produziert und dann ist das Ganze wieder eingeschlafen und jetzt ist die FedCon ja auch schon wieder ein bisschen was her. Naja, mal sehen, ich habe mich schon eingebucht für nächstes Jahr. Ich hoffe, dass es funktioniert und ich bin mal gespannt, wer sich da alles anmeldet und vielleicht gelingt es mir ja da. Was ich auf jeden Fall auch hoffe, dass mir gelingt, ist, dass ich jetzt wieder mehr Episoden produzieren kann, also gerade mit dem Podcast. Mit den Videos wird es wahrscheinlich noch ein bisschen schwierig werden, schlicht und ergreifend, weil das halt ein bisschen aufwendiger ist, als jetzt hier diesen Podcast zu produzieren. Also wenn ich mich hinsetze, mir ein paar Notizen mache und dann sozusagen frei rede. Das Ganze ist mir auch in einem anderen Zusammenhang wieder eingefallen, weil ich habe mich in letzter Zeit auch um andere Projekte gekümmert und da ist ja der Quadruvium Club mit dabei, die Videoreihe über die vielen sehenswerten Orte auf diesem Planeten. Da habe ich mir dieses Jahr auch viel vorgenommen und bin es gerade am Produzieren und mir kommt jetzt immer wieder, wenn man so sagen will, die Aktualität in die Quere. Denn die Serie, wer die verfolgt, die steuert im Moment auf ein anderes Ereignis zu, und zwar jetzt die letzten Tage oder die letzten Wochen sind Episoden rausgekommen. Da war ich in anderen Freizeitparks, also in Trips Drill und dem Holiday Park in Hasloch und habe mir auch so die Zukunft vom Holiday Park ein bisschen angeguckt. Und jetzt geht's auf Worms zu mit einem Zyklus, den ich den Nibelungenzyklus nennen möchte. Also da geht's um Worms und dann im späteren Verlauf auch um Bonn. Und das war natürlich, also sowas kann ich nicht ad hoc machen, das so wie das, wo ich das gemacht habe, muss das geplant sein, das muss ausgeführt werden. Und deswegen kann ich nicht so gut auf aktuelle Ereignisse reagieren, wie zum Beispiel im Europapark, der ja mein Stammpark ist, sozusagen mein Stammfreizeitpark. Da hat es ein paar Neuerungen gegeben und dann fiel mir ein, ja, aber da kann ich ja auch den Podcast dazu nehmen, denn das ist ja auch sozusagen hinter den Kulissen vom fantastischen Projekt. Und im Europapark, da ist das Geisterschloss neu eröffnet worden. Das ist ursprünglich eine sehr alte Attraktion gewesen und die hat man zum Ende der letzten Saison geschlossen, hat sie in den letzten paar Monaten umgebaut und eben vor anderthalb, zwei Wochen ist es ungefähr her, da hat man sie wieder eröffnet. Ich kann jetzt keine Episode einschieben, also ich könnte schon, wenn ich wollte, aber ich will eigentlich nicht, weil das stört meinen inneren Monk. Das höre ich immer mehr, innerer Monk. Naja, gut, also das stört mein Ordnungssystem, wenn ich da jetzt eine Episode reinschiebe, die nichts mit der laufenden Reihe zu tun hat. Die YouTube-Reihe hat eben nichts damit zu tun, dass ich jetzt so auf jeden aktuellen Trend aufspringe oder ja wöchentlich im Europapark bin oder auch zweitäglich oder was manche Influencer da machen, sondern ich gucke mir das gern an, ich fahre dahin, ich war auch dort, ich habe das Geisterschloss gesehen und um das Geisterschloss soll es in der nächsten Folge dann explizit gehen im Europapark. Ja, aber ich will da nicht unbedingt aufspringen. Was ich im Hinterkopf habe, der Europapark hat nächstes Jahr 50-jähriges Jubiläum und das fantastische Projekt feiert auch ein rundes Jubiläum. Ja, dass ich zur Jubiläumsfeier im Juli dann da bin und da ziemlich, ja, wie man heutzutage sagt, zeitnah eine aktuelle Episode rausbringe. Aber ich muss sowieso noch planen, was ich nächstes Jahr mache. Denn als der Europapark zum Beispiel 40-jähriges Jubiläum hatte, da gab es die Expedition R noch, für die, die es nicht mitgekriegt haben, also meine ganzen Reihen habe ich jetzt zusammengefasst zu einer, dass ich nicht mehr hin und her springen muss, ob das jetzt ein Freizeitbad ist, über das ich berichte, oder ein Freizeitpark oder ein Hotel oder sonst irgendwas. Das ist jetzt alles zusammengefasst zu einem. Und damals beim 40-jährigen Jubiläum vom Europapark, also vor 9 Jahren, da war ich ein bisschen ehrgeizig geworden und habe gesagt, okay, mal sehen, ob ich das hinkriege. 40 Jahre, 40 Wochen, 40 Folgen. Das heißt, da gab es 40 Folgen Expedition R. Da ging es um die Geschichte vom Europapark. Also die habe ich da dann aufgedröselt nach Jahren. Und natürlich aktuell berichtet, was es in der 40er-Saison so alles gibt. Ja. Und ja, irgendwie reitet es mich,
das noch eine Stufe weiterzutreiben, denn das ist quasi die letzte Gelegenheit, sowas zu machen. Also 50 Jahre, 50 Wochen, 50 Folgen. Denn schon das nächste Jubiläum, das wären ja 55 Jahre, das funktioniert innerhalb von einem Jahr nicht. Ich könnte zwar also dann quasi in einer Woche mehrere Folgen rausbringen, aber ich glaube, das wird dann so langsam zu viel. Also das mit dem 50er, das wäre sowas, vor allen Dingen eben da das fantastische Projekt nächstes Jahr das 40-jährige Jubiläum feiert. Also da sowas rauszubringen, das reizt mich schon. Ich muss mir noch überlegen, was ich genau mache, weil das heißt ja, dass diese Reihe mit den 50 Folgen im Januar, also Mitte Januar anfängt und bis Ende Dezember, also bis Weihnachten ununterbrochen gehen muss. Und die Geschichte vom Europapark habe ich in der Reihe der Expedition R schon mal aufgezeigt, also so im Detail. Das heißt auch, ich weiß nicht, ob das groß was bringt, das nochmal so aufzuziehen. Vielleicht in Kurzfassung, also dass so 40 Jahre oder 45 Jahre in Kurzfassung abgehandelt werden, denn zum 45-Jährigen, das war 2020, da war gerade Corona, da habe ich auch was gemacht tatsächlich. Und vielleicht wäre es dann tatsächlich nur also so die ersten 45 Jahre so im Schnelldurchlauf und dann die letzten 5 Jahre so etwas mehr, also dass ich da etwas tiefer drauf eingehe, was die letzten 5 Jahre war, beziehungsweise es sind ja eigentlich nur 4, weil das 5. Jahr ist ja das 50. Jahr. Und das läuft ja dann quasi nächstes Jahr und da werde ich dann auch vielleicht etwas häufiger im Park sein. Ich weiß es noch nicht genau. Das Ding ist, der Europapark bietet eine Saisonkarte an, so heißt sie nicht mehr, sie hieß mal Jahreskarte. Jetzt ist es die Clubkarte vom Europapark Club. Der Europapark hat da mehrere Abstufungen. Es gibt die Karte in Silber und es gibt sie in Gold. Die Goldkarte finde ich ziemlich teuer. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, der Europapark ist ziemlich teuer geworden. Also diese Saison, so zur Hauptsaison, zahlt man im Eintritt, wenn man die Karte im Voraus kauft, 69 Euro. Also jetzt zur Hauptsaison für einen Tag Eintritt. Wenn man spontan dahin fährt und gleich eine Warnung, wenn man da spontan hinfährt, dann kann man natürlich auch tagesaktuell eine Karte kaufen, aber die kostet von vornherein 10 Euro mehr als der Preis. Also im Moment sind es 69 Euro. Das ändert sich auch der Preis, je nachdem, ob Haupt- oder Nebensaison ist. In der Nebensaison wird sie etwas günstiger, die Karte. Aber egal, also an den Kassen kostet die Karte, die Eintrittskarte in den Europapark, von vornherein 10 Euro mehr. Also das muss man sich überlegen. Und jetzt ist es so, was die Clubkarten betrifft, da gibt es diese zwei Abstufungen. Die Goldkarte finde ich ziemlich teuer. Also ich habe ja eine Jahreskarte mal eine Zeit lang gehabt. Da fand ich das irgendwie noch verträglich. Also es war auch was man sich leisten konnte. Mittlerweile mit der Goldkarte habe ich so meine Probleme. Es gäbe noch die Silberkarte, die ist günstiger. Das Problem ist hier nur, da gibt es natürlich Einschränkungen. Und die Einschränkungen sagen zum Beispiel, dass man an bestimmten Tagen mit der Karte nicht kommen kann. Und das ist zum Beispiel die Hauptsaison und zum Beispiel Wochenenden. Und im Moment ist das halt die Zeit, wo ich am besten kommen kann. Und das ist jetzt natürlich nicht so sonderlich geeignet für mich, also so als Karte das zu kaufen. Deswegen vielleicht wäre es lohnend für nächstes. Ich weiß es nicht. Also vielleicht sollte ich mich auf weniger Besuche beschränken. Also nicht, dass ich dann jede Woche im Park rumhänge. Das bringt dann auch nichts, sondern so gezielt ein paar Besuche, um dann so die Entwicklung im Jahr nochmal genau zu beobachten und was es Neues gibt und so weiter. Und das wäre so der Plan für nächstes Jahr. Parallel möchte ich natürlich meine Schreibprojekte weiterhin voranbringen. Ich habe ja die Heftromanreihe vom Raumschiff Europe, ich sage mal vorsichtig, angefangen. Die ersten 4 Romane sind erschienen. Es werden aber höchstwahrscheinlich, es sei denn, es passiert noch irgendwas, dass das Ganze sich ändert. Es werden aber höchstwahrscheinlich keine neuen Folgen mehr erscheinen, weil die Heftromane sind in der Form, wie sie sind, teurer
als wie wenn man den gleichen Inhalt in einem Taschenbuch zusammenfassen würde. Ich habe mir mit der Heftromanreihe einen persönlichen Wunsch erfüllt, da ich ja auch ein Perry Rhodan-Fan bin. Aber das war und ist eigentlich alles. Die ersten vier sind die Auftaktsromane und deswegen die als Heftromane. Weitergehen wird es wahrscheinlich als Taschenbuch, denn ich möchte die Serie nicht einfach aufgeben. Mehr dazu erzähle ich dann später in der Videofolge auf dem Videokanal vom Fantastischen Projekt. Und ich erzähle da auch, warum diese Heftromanreihe vom Raumschiff Europe durch ein Kochbuch angestoßen wurde. Ja genau, ihr habt richtig gehört, ein Kochbuch. Das erkläre ich da später. Und da ich gerade vom Europapark gesprochen habe, der Geschäftsführer, ja, der auch Vorsitzende wahrscheinlich ist in irgendeiner Art und Weise, aber der Geschäftsführer des Europaparks, der Roland Mack, der verwendet immer eine Phrase, wenn es um Zukunftsprojekte geht. Der redet davon, dass er Sachen in der Pipeline hat. Und dann möchte ich mich dem anpassen. Ich habe auch Sachen in der Pipeline. Also so, was ich gerade am Bearbeiten bin. Also die Raumschiff Europe-Reihe soll natürlich weitergehen. In welcher Form, das erkläre ich dann in dem Video. Also wie das genau aussehen soll und was ich mir da so vorgestellt habe. Ich habe noch ein paar andere Dinge. Und ich würde gerne für nächstes Jahr, fürs Jubiläum, eine von den Dingen dann da passenderweise rausbringen. Aber ich habe bei mir festgestellt, ich sollte so Sachen nicht so großspurig ankündigen, weil es kann halt sein, das Projekt ist im Moment ziemlich klein. Ich habe ziemlich wenig Unterstützung, also Leute, die mir Sachen auch abnehmen können und sowas. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich damit fertig werde. Ich meine, ich habe, da wir ja jetzt heute den Jubiläumstag haben, an dem das Ganze hier rauskommt, noch ein Jahr Zeit dafür und ich hoffe, dass ich bis dahin fertig bin und es dann rauskommt und dann gibt es zum 40-jährigen Jubiläum eine schöne Sache. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Mit diesem Podcast soll es natürlich auch weitergehen, denn ja, ich habe dazu einen Podcast Konto und das ist jetzt, das habe ich jetzt 2 Jahre lang quasi für nichts bezahlt. Also da würde ich gern regelmäßig was, wöchentlich, weiß es echt nicht. Auch hier möchte ich mich nicht festlegen, nicht, dass ich irgendwen irgendwie enttäusche. Und also ich werde das Ganze so ein bisschen ausdehnen auf hinter den Kulissen und vielleicht auch, wenn ich irgendwie was gesehen habe, eben neue Fernsehserie, neue Episode oder vielleicht auch ein Kinofilm oder sonst irgendwas, eben, dass ich was Neues aus dem Europapark oder dass ich unterwegs war. Also ich kann es ja schon mal ankündigen, die Videoreihe vom Quadrovium Club, die geht weiter. Also ich war eben in Trips Drill, die Folgen sind schon veröffentlicht. Jetzt sind die 2 Folgen, was Hasloch betrifft, fertig. Also ich habe mir da mal angeguckt, was Hasloch für die Zukunft plant, weil eigentlich war ja in Hasloch dieses Jahr schon geplant, dass die Schlümpfe öffnen und da gibt es Gerüchte, warum das nicht so ist. Das ist dieses Jahr nicht rausgekommen, soll jetzt was anderes dann noch fertiggestellt werden nächstes Jahr und die Schlümpfe sollen rauskommen und von da aus bin ich dann weiter nach Worms, eben weil ich diesen Nibelungenzyklus mir gedacht habe, von da aus weiter nach Bonn. Hab mir da verschiedene Schauplätze angeguckt, da geht die Reihe dann weiter, parallel, oder was heißt parallel, ich war, während ich in Bonn war ich eben auf der FedCon und wollte eben Inhalte hier für den Podcast produzieren. Wie gesagt, vielleicht fällt mir noch was ein, keine Fragen, keine Lügen, habe ich irgendwo mal gelesen, also nichts versprechen, dann kann auch nichts schief gehen. Ja, und danach habe ich mich quasi auf den Heimweg gemacht, habe auf dem Weg ein paar Thermen angeguckt und habe ein Museum besucht, das ich schon sehr, sehr lange nicht besucht habe und habe dann festgestellt, also genauso wie ich im Holiday Park war, bevor 2 neue Attraktionen fertiggestellt waren, die jetzt fertiggestellt sind, wo die Folgen rauskommen, ganz toll. Ja, da habe ich festgestellt bei dem Museum, die haben eine neue Attraktion jetzt, da ich das alles schon gedreht habe, aber so ist es nun mal. Das Leben ist das, was passiert, wenn man was dazwischen kommt, wenn man irgendwelche tollen Pläne hat. Naja, habe ich schon einen Grund, auch das Museum nochmal aufzusuchen, dann zu einer späteren Gelegenheit. Wer weiß wann, also dieses Jahr nicht mehr, sondern
eher nächstes Jahr. Was die Videoreihe betrifft, da wird der aufmerksame Zuschauer, die aufmerksame Zuschauerin bemerken, dass die Videos so quasi Woche für Woche dann auch hochgeladen werden und dann für die nächste Woche dann in Premiere stehen. Falls es jemanden interessiert, warum ich das nicht in Bausch und Bogen sozusagen mache, also wenn eine Folge fertig ist, dass ich die hochlade und dann halt entsprechend die Premiere aktiviere, das hat was mit dem allmächtigen Algorithmus zu tun. Also der ist sowieso sehr unfreundlich zu mir. Ich habe einen relativ kleinen Kanal, wobei das interessant ist. Also was heißt relativ? Es ist es ist nicht mal ein kleiner Kanal. Wenn man amerikanische Produzenten von YouTube reden hört, wenn die von kleinen Kanälen reden, dann meinen die Kanäle, die nur in Anführungszeichen 5.000 bis 10.000 Abonnenten haben. Und da komme ich lang nicht dran. Ja, also der Algorithmus ist da sehr ungnädig. Und vor allen Dingen interessiert es den Algorithmus nicht, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, 10 Folgen hochlade und die innerhalb von 10 Wochen, also jede Woche eine veröffentliche, also die Premiere dann schalte, dann sagt YouTube, ja, aber du hast jetzt 10 Wochen nichts hochgeladen. Also so dieses, dass ich an einem Tag 10 Folgen hochlade und dann die in 10 Wochen erscheinen, interessiert YouTube nicht, sondern die sehen nur, dass ich dann halt 10 Wochen oder möglicherweise noch länger nichts hochgeladen habe. Und das führt dazu, dass auch so ein kleiner Kanal wie meiner zurückgestuft wird. Also die Monetarisierung ist ja schon weggefallen. Also das hat YouTube ja dann auch mal so einfach gestrichen bei den kleinen Kanälen, weil die sich jeden Kanal angucken wollen, bevor man eine Monetarisierung kriegt. Die Bedingungen, die sie stellen, die sind allerdings verdammt schwer zu erfüllen. Also ich frage mich vor allen Dingen, wie das Kanäle schaffen, die Sprachen, also die in der Sprache verfasst sind, von der es nicht so viel Sprecher gibt, wie zum Beispiel Finnisch. Also ich möchte wetten, jemand, der einen YouTube-Kanal auf Finnisch hat, der wird die Voraussetzungen nie erfüllen, denn so viele Abonnenten kann der gar nicht kriegen, die Finnisch sprechen, und so viel Watchtime kann der gar nicht produzieren, dass er für die Monetarisierung zugelassen wird. Weil das ist so, also man muss innerhalb von einem Jahr eine bestimmte Anzahl an Stunden, die angeguckt werden, bringen, und man muss innerhalb eines bestimmten Zeitraums eine bestimmte Anzahl an hochgeladenen Videos haben. Und wie gesagt, da interessiert es nicht, dass ich dann halt mal 5 oder 10 Videos im Voraus hochgeladen habe und dann wieder nicht, sondern das muss kontinuierlich stattfinden. Ja, und wenn man das hat, dann kriegt man das. Und da bin ich noch weit, weit von entfernt. Also Watchtime auf dem Quadruviums Club zum Beispiel müsste sich verdoppeln. Also das heißt, die Videos müssten doppelt so lang angeguckt werden, wie das im Moment ist. Und zwar kontinuierlich, das ist ja auch nochmal was, weil das kann einem ja wieder weggenommen werden, wenn das alles wieder abnimmt. Und es müssen wesentlich, wesentlich mehr Abonnenten sein. Ich meine 5.000 oder so. Und ja, also für so einen kleinen Kanal ist das sehr schwierig zu machen. Ich bin mal gespannt. Bei manchen ist es ja so, die brauchen nur ein Video, das irgendwie viral geht, und hast du nicht gesehen, steigen da die Zuschauerzahlen. Keine Ahnung. Ich lasse mich da überraschen. Beim fantastischen Projekt ist es übrigens ebenso. Also da komme ich lange nicht an die Watchtime und lange nicht an die Abonnentenzahl ran, auch wenn tatsächlich einzelne Folgen mehrere tausend Abrufe haben. Also die laufen richtig gut, aber das bringt alles nichts. Also das trägt zum Ganzen nichts bei. Der Podcast hier läuft auch mäßig erfolgreich, aber ich mache jetzt einfach mal weiter, weil eben auch hier ist es der Algorithmus, der zuschlägt, wenn man halt mal zwei Jahre in der Produktion aussetzt. Ja, dann ist das halt so. Aber wie gesagt, ich bin stets bemüht. Ja, wie es in den Arbeitgeberzeugnissen immer heißt, nochmal gucken, was aus den Mühen rauskommt. Bei den 3 Fragezeichen, wie hieß es da nochmal? Oft wird ernsthaftes Bemühen durch Erfolg gekrönt. Das hat Professor Yarborough in der Folge Die 3 Fragezeichen und die flüsternde Mumie gesagt. Ja, das weiß ich noch. So Zeug, das behalte ich mir im Kopf. Und wer weiß, wer bin ich, dass ich mich mit einem Professor für Ägyptologie streite? Dann gucken wir doch mal, was da draus wird. Was die Themen betrifft, wie gesagt,
da lasse ich es einfach auf mich zukommen. Das nächste Mal eben möchte ich von meinem Besuch im Europapark ein bisschen was über das Geisterschloss erzählen. Das hat auch ein bisschen was mit Popkultur zu tun, denn im Geisterschloss, also die Fans vom Europapark haben es immer liebevoll die Rumpelkammer genannt, weil es halt wirklich ein bisschen so wirkte, als ob man da Zeug einfach reingestopft hätte. Das wurde bereinigt und man hat da eine Storyline eingebaut und da möchte ich so ein bisschen drüber reden. Und Popkultur deswegen, weil im Zuge von einer Neuerung, da hat man beim Geisterschloss nämlich was eingebaut, was den Fans nicht so, also nicht allen Fans so gefallen hat. Und zwar war das ein Bezug zu einem Kinofilm, zu einem Animationskinofilm über die Happy Family. Über all das werde ich sprechen, was mir sonst noch so einfällt, das nächste Mal. Und ansonsten, wie gesagt, lasse ich es einfach auf mich zukommen. Ich habe jetzt gar nicht im Kopf, ich habe Dune 2 zuletzt gesehen. Ich habe keine großen Pläne wegen irgendwas, was ich im Kino unbedingt sehen möchte, also jetzt noch dieses Jahr. Was danach passieren wird, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich lasse es einfach auf mich zukommen. Ich mache weiter und werde weiter in meinem Studium arbeiten, auf das ich hoffentlich nächstes Jahr dann fertig bin und dieses Kapitel in meinem Leben endgültig abhaken kann und mich wieder um andere Dinge kümmern kann. Also wie das Ganze passiert nebenberuflich, also ich arbeite zu 100% und das Studium, das brauche ich für meinen Beruf und das heißt, das sind nochmal 50%, die draufkommen, das heißt ja, im Moment arbeite ich genau genommen 150%, die Stunden werden mir halt nur nicht angerechnet. Ja, genau, aber ich brauche das, um das weitermachen zu können, was ich bisher auch mache. Genau, und deswegen muss ich da ein bisschen das Augenmerk drauf halten, aber wie gesagt, vielleicht finde ich auch jetzt so ein Podcast, so die eine oder andere halbe Stunde und dann nehme ich was auf, erzähle was, was ich gesehen habe. Ich habe auch so irgendwie die Vision, nenne ich es jetzt mal, weil eine Vision, die braucht man schon, nicht? Also die Vision im Kopf, dass ich vielleicht auch mal in diesem Podcast Gespräche führe, also dass ich mich mit jemand anderem unterhalte über irgendwas. Was das sein wird, auch das ist, das muss die Zeit zeigen. Ich bin im Moment für sehr viel offen und lasse es einfach auf mich zukommen. So, und jetzt, ja, da haben wir so fast eine halbe Stunde. Das ist eine gute Zeit für so einen Podcast. Wer bis jetzt durchgehalten hat, vielen Dank, dass ihr durchgehalten habt. Falls ihr wissen wollt, wann, wie, was es Neues gibt, egal wie, dann ja, abonniert doch zum Beispiel das fantastische Projekt. Gibt's auf Telegram, es gibt's auf Mastodon, nicht mehr auf Twitter, X oder wie der Rotz im Moment gerade heißt, weil das ist unter aller Kanone. Was unter aller Kanone? Also das ist ja total verharmlosend. Nein, das ist furchtbar. Es ist eine Katastrophe. Eine Katastrophe für unsere Gesellschaft und für die Demokratie, was da stattfindet. Und es zeigt, dass reiche Menschen viel zu viel Einfluss auf die Gesellschaft haben. Und deswegen, nein, das fantastische Projekt gibt's auf X nicht mehr. Oder wie gesagt, wie auch immer, von mir aus kann es auch, Hoppelpoppel nennen oder so. Solange Musk da was zu sagen hat, wird es nicht mehr geben. Das heißt aber, ich muss noch gucken, dass ich vielleicht für das Projekt auf anderen sozialen Medien noch was finde. Die Seite bei Facebook, die gibt es auch immer noch. Also da kann man das auch abonnieren. Oder per RSS-Reader einfach auf der Webseite, weil natürlich die Podcast-Folgen, die werden da auch auf der Webseite veröffentlicht, genauso wie die Videofolgen. Und diese Podcast-Folge, die erscheint bei verschiedenen Podcast-Plattformen und unter anderem auch bei YouTube, also wo man sich das Ganze abonnieren kann, wenn man möchte. Ansonsten, das war's jetzt für den heutigen Tag. Wie gesagt, vielen Dank fürs Durchhalten und fürs Zuhören. Ich melde mich dann ab von diesem Podcast. Heute Abend 20.15 Uhr kommt noch eine Videofolge, wo ich erkläre, wie ein Kochbuch dazu geführt hat, dass ich eine Heftromanreihe geschrieben habe. Bis zum nächsten Podcast und ich hoffe, dass es möglichst bald sein wird. Da sage ich, passt gut auf euch auf und wir hören voneinander.